Baruch haba b'shem Adonai, berachnuchem mi bet Adonai. Willkommen im Namen des Ewigen, wir aus dem Haus von Grüßen, willkommen. Wir sind heute hier zusammengekommen, um beten zu gedenken. Hanau, eigentlich eine schöne Stadt in Deutschland. Hanau, nach dem 19. Februar 2020, synonym für den Mord an 9 unschuldigen Menschen. Ihr Lachen, ihre Weisheit, ihr Leben fehlen nicht nur ihren Familien und Freunden, sondern allen, die das Privileg hatten, sie zu kennen. Indem wir uns heute diese Opfer erinnern, indem wir lernen, welche gesellschaftlichen Strukturen zu diesem unglaublichen Mord an unschuldige Menschen geführt haben, versuchen wir, uns für die Gegenwart und Zukunft zu wappnen. Denn Rassismus, Antisemitismus und gegen Minderheiten gerichtete Vorstellungen sind in unserer Gesellschaft virulent, wie auch zahlreiche Anschläge auf Gotteshäuser und Friedhöfe, zum Beispiel in Halle, aber auch andernorts gezeigt haben. Hoffen wir, beten wir und handeln wir so, dass alle Menschen immer wissen, wie zwischen Böse und Gut zu unterscheiden ist. Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, im Namen Gottes sind wir hier zusammen und wollen uns erinnern. 10 Menschen sind aus dem Leben gerissen worden durch eine schreckliche und sinnlose Tat. Das ist jetzt 4 Jahre her. Narben haben sich über die Wunden gelegt. Doch der Schmerz ist geblieben bei den betroffenen Familien und Freunden. Die Fragen, die Ratlosigkeit sind geblieben. Die Zweifel am Aufklärungswillen und Vorgehen einzelner Behörden sind geblieben. Die Lücke, die Opfer hinterlassen haben, sie ist geblieben und tut weh. Wir werden heute die Namen der Opfer verlesen. Gott kennt sie, aber sie sollen auch in unserem Land nicht vergessen sein. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على حليل الله إبراهيم كليم الله موسى وروح الله عيسى والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Im Namen Gottes, dessen Erbarmen und Barmherzigkeit unvergleichlich sind. Das Lob gebührt dem Herrn des ganzen Universums. Gottes Segen und Frieden sei auf Abraham, dem Freund Gottes, Moses, zu dem Gott sprach, und Jesus, der von dem Geist Gottes ist. Und Gottes Segen und Frieden seien auf unseren Gesandten Mohammed, seiner Familie und seiner Freunde. Wir stehen jetzt hier an einem Ort, an einem wichtigen Ort, und denken wieder an die Personen, die vor 4 Jahren ihr Leben gegeben haben. In dieser Zeit haben wir es nicht geschafft, dass Frieden sich in unserem Land und auf der Welt sich etablieren konnte. Es ist schlimmer geworden. Und genau deswegen ist es auch wichtig, genau uns an diese Namen zu erinnern und stets im Bewusstsein zu halten, wie wichtig der Frieden ist und wie wichtig das Leben ist. Wir haben wichtige Menschen in unserer Gesellschaft verloren. Es waren Gökhan Gültekin, Kaloyan Velkov, Sedat Gürbüz, Fatih Saracoğlu, Mercedes Kirpaç, Said Nesar Haşemi, Willi Biorel Pau, Hamza Kurtovic, Ferhat Umar. Frieden herrscht in den Himmelshöhlen bei Gott. Und ein Abbild dieses himmlischen Friedens erbitten wir von ihm aus den Himmelshöhlen, hier unten auf unserer Erde, in unserem Land, auf unserem Kontinent und überall auf der Welt. Breite uns das Zelt deines Friedens. Der, der Frieden stiftet in den Himmelshöhen, er stifte Frieden unter uns und allen Menschen. Ken Yiratzon, so möge es sein Wille sein. Amen. Als Christen glauben wir, dass Gott die Opfer von Hanau nie vergessen wird. Gott sagt: Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. In dieser Hoffnung suchen wir Gottes Nähe und beten für die betroffenen Familien und Freunde. Gott, wir bringen unsere Klage vor dich, dass 9 junge Menschen aus unserer Mitte gerissen wurden.
Wir klagen über die ungelebten Jahre und die unerfüllten Möglichkeiten. Wir klagen über den Schmerz, der nicht vergeht, die Trauer, die immer wieder aufbricht, die Fragen, die keine Antwort finden. Wir bitten dich, sei du an der Seite der Familie und Freunde. Tröste sie, schenke ihnen Kraft für die Trauer und hilf ihnen, loszulassen, was sie nicht festhalten können. Wir danken dir, Gott, für die Liebe der Neuen, für den Mut und die Kraft derer, die sie geliebt haben. Wir bitten dich für ein friedliches Miteinander von Menschen unterschiedlicher Religion und Herkunft. Lass uns die Erinnerung an die Ermordeten wachhalten und stärke in uns die Kraft der Versöhnung. Lass uns nicht bitter werden, sondern schenke uns Kraft für ein Zusammenstehen aller friedlebenden Menschen, Zusammenstehen gegen Gewalt und für den Frieden. Und so bringen wir auch die ermordete Mutter des Täters und den Täter vor dich. Wir bitten dich in unserem Gebet auch für die Opfer der Kriege in der Ukraine und in Gaza und Israel, für alle Opfer von Krieg und Gewalt weltweit. Und wir bitten dich für alle Menschen, die vor einem Jahr vom Erdbeben in der Türkei und Syrien betroffen waren und noch heute unter den Folgen leiden. So viel sinnlose Tode. Barmherziger Gott, für dich hat jedes Leid Bedeutung. Nimm alle Opfer in dein Herz. Amen. Bismillahirrahmanirrahim. Walau sha'a rabbuka leja'ala an-nasa ummatan wahida. O Gott, o Herr, im Koran hast du uns diese Worte mitgegeben, mitgeteilt, in denen es heißt, hätte dein Herr es gewollt, hätte er die Menschen zu einer einzigen Gemeinschaft gemacht. O Herr, helfe uns, diese Weisheit zu erkennen und uns danach zu richten. Zugleich erfahren wir von deinem Gesandten, dass er gesagt hat, eine Krankheit, die bereits vor euch die Gemeinschaften befallen hat, ist der Neid und der Hass. Und Hass ist das Rasiermesser, welches die Religion abschneidet und nicht die Haare. Ich schwöre bei dem, in dessen Hand die Seele Mohammeds ruht. Ihr glaubt nicht wahrhaftig, solange ihr einander nicht liebt. Soll ich euch etwas mitteilen? Wenn ihr es tut, werdet ihr Liebe füreinander empfinden. Verbreitet den Frieden unter euch. O Gott, helfe uns, auch diese Weisheit zu erkennen. Helfe uns, die Liebe zu entdecken. Helfe uns, die Liebe unter uns zu verbreiten und für Frieden Raum zu geben. Amen. Lass uns Wege finden, aus der Spirale der Gewalt zu einem Frieden zu kommen. Lasst uns in Erinnerung an die Toten von Hanau und um ihr Vermächtnis zu erfüllen, gemeinsam weiterarbeiten für Frieden im Inneren wie im Äußeren. Gott, der Herr, segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.